gestern noch im Kader der Profis im Heimspiel gegen Hoffenheim in der Bundesliga, jetzt also auf dem Fels. Spiel geht los, Anschluss für den BVB. Die spielen heute in Schwarz mit gelbem Akzent von links nach rechts im ersten Durchgang. Beermann im Grunde durch. Aber aufgepasst, erstmal der Sportclub. Lungwitz macht er gut. Adamu! So, jetzt schauen wir auf diesen Freistoß. Mika Bauer oder Fabian Rüdlin? Torentfernung knappe 30 Meter. Rüdlin nimmt Anlauf. Das ist ein direkter Versuch, nicht einfach. Weiter vor! Rein, Rodney, rein! Linhardt. Nicht verkehrt. Ja, Kopfball von Müller. Der aufgerückte Innenverteidiger, Serge Müller. Da, jetzt geht Lungwitz wieder los. Der hatte in der Anfangsphase ja schon ein paar gute Sprints über die linke Seite. Ja, warum nicht? Da ist schon Selbstvertrauen da. Und jetzt ist Halbzeit. Asad Nuhum beendet die ersten 45 Minuten. 0:0 steht es zwischen der zweiten Mannschaft des Sportclub Freiburg und der zweiten Mannschaft des BVB. Und Anschluss jetzt für die Gastgeber. Das Ganze unter der Leitung von Asad Nuhum, der keine Probleme hatte im ersten Durchgang. Dreimal gelb zog, das war alles in Ordnung. Zweimal für Freiburg, einmal für Dortmund. Und jetzt läuft der zweite Durchgang. Und Anstoß für Freiburg in Rot-Weiß. Von links nach rechts jetzt. Bauer für Johansson. Da ist ein bisschen Platz jetzt. Ryan Johansson. Immerhin mal wieder ein Abschluss. Schuber für Rogo. Etwa wieder Rogo. Der hat ihn auf dem Rechten. Uphoff ist unten. Da ist Eberwein. Das hat er sehr stark gemacht. Zweiter Anlauf, Bamba. Samuel Bamba. Ja, schöner Abschluss von Bamba. Wir sind ja für alles dankbar. Hetwa nimmt jetzt mal Fahrt auf. Julian Hetwa. Über Umwege der Ball zu Eberwein und er kriegt ihn in die Mitte. Zentimeter fehlen zur Dortmunder Führung. Mit dieser Nummer hier. Ja. Asad Nuhum beendet diese Partie. 0:0 zum Abschluss des 21. Spieltags in der dritten Liga zwischen dem Sportclub Freiburg und dem BVB. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.